Und Sie sehen auf meiner Eingangsfolie erstens das Team, das Forscherteam, was zur Kulturschule gearbeitet hat. Und Sie da auch Christian Kammler war in diese Forschung involviert. Und es fehlt eigentlich heute nur eine Mitarbeiterin aus unserem Team. Ich habe mich für diese Folie entschieden mit den Selbstrepräsentationen der Schulen, weil ich Ihnen damit eigentlich zeigen möchte, keine Schule ist wie die andere. Alle entwickeln ihren eigenen Weg. Und wenn ich mich hier positionieren möchte bei meinen Vorrednerinnen und Vorrednern, dann glaube ich, möchte ich Sie eher mitnehmen auf die Reise, wie sieht jetzt eigentlich das für die Schule selbst aus, dieser Punkt von Veränderung. Das ist mein Fokus und meine Stimme möchte ich auch so ein bisschen den Schulen geben, mit denen wir gesprochen haben, die wir erforscht haben, um eigentlich zu verstehen, wie sie Veränderungen steuern. Das müssen sie ja leidlich selbst tun. Ja? Also da gibt es viele, das wissen wir, viele hochgespannte Erwartungen, aber die Schulen müssen selber eine Zielklarheit kriegen. Und das ist auch etwas, sie denken, das ist, ja, da gibt es ja einen Bildungsauftrag, ja, aber es ist für die Schule selbst gar nicht so einfach zu verstehen, dass sie eine bestimmte Organisationsstruktur hat, die sie ändern muss. Sie tut es, aber wann reflektiert man darüber? Also unser Forschungsprozess ging vielfach darum zu sehen, was passiert eigentlich mit euch, wenn ihr euch in einem Landesprogramm befindet. Und das sind die Innensichten auch der Schule, natürlich auch unsere Kommentierung und Arten und Weisen der Wahrnehmung aus diesem Prozess selbst. Also, ich gebe Ihnen eine Orientierung über die halbe Stunde, die ich habe. Auch 5 Punkte habe ich dazu gewählt. Einmal muss man sich damit auseinandersetzen, mit den Zielen des Landesprogramms. Und da kann ich Ihnen auch diese Broschüre nochmal auf die aufmerksam machen. Kulturschule Hessen. Programmatisch steht hier drauf, Schulentwicklung und optimale Förderung durch Kunst und Kultur. Werfen Sie einen Blick da rein. Ich weiß, dass Herr Langenfeld mehr Exemplare mitgebracht hat, damit Sie auch hier nochmal gucken, so, wie vielfältig oder wie klar und wie prägnant unterschieden vielleicht diese Ziele sind. Dann für diejenigen, die es dann auch interessiert, etwas zu unserem Forschungskonzept. Und Sie haben selber auch schon ein Handout auf Ihren Stühlen vorgefunden. Dazu sage ich nicht zu allem, zu jeder Grafik etwas, aber zu mancher. Und ich dachte auch, ich kann Ihnen auch ein bisschen mehr mitgeben, damit Sie vielleicht noch eine Frage irgendwann heute Abend oder morgen stellen, weil Sie da nochmal mit dem einen oder anderen sich beschäftigt haben. Die Ergebnisse beschäftigen sich mit Bilanzen, die die Schulen selbst gezogen haben und wo wir sozusagen die Aufnehmenden waren und unserer Kommentierung und dann auch ein Fazit, das möglichst natürlich hier auch in den Gedanken dieser Tagung passt. Wie können wir eigentlich Strukturen schaffen, die nachhaltig sind? Welche zeigen sich als vielleicht problematisch prekär, welche sind eigentlich ein guter Weg, und ich denke, unsere Forschung kann uns da ein bisschen etwas dazu sagen. Zunächst ein paar Informationen, ausgewählte Informationen zum Landesprogramm. Die Zielsetzung auch langfristig, kulturelle Schulentwicklung zu motivieren und zu unterstützen. Und das setzt ja erstmal voraus, wir sehen da überhaupt auch ein Desiderat. Das Desiderat ist schon angesprochen worden. Eigentlich haben wir so etwas wie die Fachdidaktiken der künstlerischen Sparten und wer natürlich auch die bildungspolitischen Nachrichten verfolgt, sieht auch, und Sie haben es ja auch genannt, den Ausfall von Unterricht. Wir haben zu wenig ausgebildete Lehrer manchmal in manchen Sparten. Also nicht immer sind diese Bereiche gut besetzt und
Sie gehören vielleicht auch nicht zu diesen renommiertesten Fächern innerhalb des Schulkanons, das will ich jetzt mal wagen zu sagen, weil wir ja letztlich auch Blickpunkte hatten in der Öffentlichkeit darauf, dass Mathematik und Naturwissenschaften gestärkt werden müssen, dass die PISA-Ergebnisse besser werden müssen etc. Und da sind diese sogenannten eher weicheren Fächer, wir haben über Messbarkeit gesprochen etc., dann doch etwas auch in den Hintergrund gerückt. Wenn so ein Landesprogramm jetzt sagt, langfristig kulturelle Schulentwicklung stärken, macht sie sich im Prinzip damit stark, dass ganz bestimmte Fächer, die wenig wahrgenommen werden, vielleicht jetzt stärker wahrgenommen werden. Und hier gibt es dann eine Operationalisierung in diesem Programm, nämlich die ästhetischen Zugänge erstmal in allen Fächern anzureichern, ein Curriculum zu verankern, das also aufgeschrieben wird, und mehr Raum und Zeit für kulturelle Bildung zu schaffen und auch Kooperationen zu verstetigen. Vielleicht sage ich auch noch mal eine Besonderheit. In Hessen gibt es eine strukturelle Komponente darin, dass kulturelle Praxis als besonderes Bildungs- und Erziehungsaufgabe im Schulgesetz verankert ist. Als Ziel wird angegeben, jedes Kind durch den Schulbesuch mit unterschiedlichen Künsten in Kontakt zu bringen und es dadurch in seiner Entwicklung zu fördern. Die Erwartung ist auch, dass durch dieses Programm, in dem jetzt 21 Schulen sich befinden, aktuell seit 2015, so etwas entsteht, die Referenzschulen, an denen sich andere Schulen orientieren können, und dass natürlich auch die kulturelle Vernetzung in der Region damit gefördert wird. Es wird aber auch nicht nur eine Zielsetzung gegeben, sondern es gibt eben auch eine ganz bestimmte Maßnahmenplanung und dazu gehört eine Fortbildung. Und zwar, das finde ich ganz interessant, eine Fortbildung von Kollegien in Schulen. Also möglichst soll die ganze Schule in der Qualifizierung erfasst werden. Man sieht aber sehr deutlich, dass es also von Seiten der Bildungsverwaltung, von Seiten der Landesregierung, dass es unterschiedliche Akteure gibt. Und diese Akteure müssen für ihre Steuerungsaufgabe vorbereitet werden. Also bekommen auch die Schulleitungen ganz bestimmte Aufgaben in der Planung, im Projektmanagement. Die Koordinatoren für kulturelle Bildung werden mit Kommunikationsverfahren vertraut gemacht und das gesamte Kollegium bekommt eben eine Fortbildung in ästhetischen Zugängen, fächerübergreifender Art, aber auch in spezifischen Fächern. Ich bin jetzt mit dieser Folie schon bei unserer Forschung. Was hatten wir eigentlich vor, als wir am Anfang des Projektes standen und auch mit Frau Federspiel, mit der Referatsleitung auch gesprochen haben? Die erste Staffel in diesem Landesprogramm befand sich sehr stark im Süden zentriert, nahe an Frankfurt. Und damit gibt es natürlich sehr günstige Gelegenheiten, Kultureinrichtungen zu besuchen und dieses Angebot wahrzunehmen. Das ist aber ein begünstigender Faktor, der uns jetzt weniger interessiert hat, sondern wir haben dann gesagt, wir möchten eigentlich erfahren, wie gehen jetzt eigentlich die Kulturschulen in der Ebene mit diesem Programm um. Also was stellen die auf die Beine, was sie irgendwie ja auch über längere Zeit verdauern müssen. Deswegen hier der Blick darauf, dass uns eigentlich die Ebene interessiert hat, die Ebene, in der kulturelle Praxis stattfindet und auch eine Schulform jetzt jenseits des Gymnasiums mit einer sozial durchmischteren Schülerklientel. Dafür haben wir Beispiele gesucht und da haben wir also drei Gesamtschulen gefunden, die auch sehr offen waren. Also an Schultore anklopfen, man hat ja auch in der Schule selbst etwas zu tun. Also wir brauchen auch eine Bereitschaft, dass man den Blick von außen, den wir anbieten, auch zulässt
Und einerseits wurde er uns natürlich auch ermöglicht durch das Kulturbüro, dass man also für uns gesprochen hat. Auf der anderen Seite war der Empfang ausgesprochen freundlich in den Schulen, die gesagt haben, wir könnten das eigentlich ganz gut gebrauchen, dass ihr uns auch eine Rückmeldung gibt über das, was wir tun, weil wir finden auch, dass unser Boden, auf dem wir uns befinden, immer noch ein schwankender ist. Wir sind da also auch nicht ganz sicher, welchen Weg wir wie einschlagen, und wenn ihr uns etwas zurückmeldet, dann nehmen wir das gerne entgegen. Also wir haben danach gesucht, was verändert sich jetzt? Das war unsere Perspektive. Was verändert sich für die Einzelschule durch die Teilnahme am Kulturschulprogramm? Das ist erstmal ein Angebot, auf das man sich bewerben kann. Man muss das nicht. Man kann es tun und man hat sicherlich eigene Gründe, aber die eigenen Gründe haben uns eben auch sehr interessiert. Warum bewerbt ihr euch auf das Programm? Dann die weitergehende Frage, weil wir auch aus der Perspektive der lernenden Organisationen schauen. Wie geht ihr denn jetzt mit euren Organisationsstrukturen um, weil ja eine Aufgabe eben auch ist Kooperation. Und wer das Themenfeld Kooperation verfolgt, innerschulisch und noch ganz anders extern, der kann zwar auf eine 25-jährige Forschung gucken über Kooperation. Die Kooperation wird aber am meisten untersucht innerschulisch. Und sie gilt also auch immer noch als eine virulente Frage, wie kooperieren Lehrerinnen und Lehrer miteinander in einem Kollegium. Ein Kollegium ist heterogen, so heterogen auch wie die Schülerschaft, allein schon, wenn ich mir vorstelle, mit den unterschiedlichen Fächern. Das wird aus unterschiedlichen Fachkulturen, kommt das her. Ich sage auch mal, ich komme ja aus der Lehrerbildung. Die Lehrerbildung ist jetzt auch noch, sieht es selbst als ein eigenes Defizit. Wie bereiten wir eigentlich Lehrerinnen und Lehrer auf Kooperation vor? Die versuchen auch gerade erstmal ihren Standort zu finden im Studium. Aber wie bereiten wir sie eigentlich auf so etwas vor wie Teamarbeit? Ja. Und wer will sich da eigentlich immer in das, was er so macht, so auch nah zugucken lassen? Also, wir sind, das sollte ich noch anfügen, nicht davon ausgegangen, dass es irgendwie einen Nullpunkt gibt von kultureller Entwicklung an den Schulen, sondern immer davon ausgegangen, wie auch das Landesprogramm ist. All diese Schulen, die sich in dieses Programm beworben haben, haben schon etwas mitgebracht. Eine Reihe von kulturellen Aktivitäten. Aber die Frage war ja, was passiert dann, wenn ihr jetzt eigentlich Teilnehmer an diesem Kulturschulprogramm seid? Um das Forschungsdesign für diejenigen, die es gerne kennenlernen möchten, nochmal etwas transparent zu machen. Im Wesentlichen verstehen wir uns schon als qualitativ arbeitende Forschung. Und das hieß eben, dass wir also auch die Perspektiven der Schulleitungen, der Schulen, der darin agierenden Lehrerinnen und Lehrer aufnehmen wollten. Wir haben uns aber auch natürlich für teilnehmende Beobachtung interessiert, weil der Blick in Schule ist immer wieder aufschlussreich, auch im Aufspüren dieser Individualitäten, die Schulen auch nach der einzelschulischen Entwicklung darstellen. Und wir haben also insofern entweder auch Projekte, Aufführungen, aber eben auch Unterricht besucht. Und es gehörte auch mit dazu, dass wir also auch den Biologieunterricht in einer dieser Schulen angeschaut haben, weil es da auch hieß, da müsst ihr unbedingt mal hingehen. Hier sind nämlich eigentlich auch die ästhetischen Zugänge ganz stark. So zwischen 4 und 5 Tagen waren jeweils immer Teile unseres Forscherteams an dieser Schule. Und wir haben etwa pro Schule 7 bis 8 Interviews, in einer Schule auch 10 Interviews geführt, weil wir dabei noch eine externe Schuldezernentin hatten. Und das haben wir uns natürlich auch nicht entgehen lassen, eigentlich hier die Sicht von außen nochmal selbst mit aufzunehmen. Und ich sage nochmal, das, was wir dann selbst gesehen haben, das Selbstverständnis der Schulen, das haben wir auch dann in Workshops den Schulen selbst zurückgemeldet und haben gesagt, gebt uns doch bitte ein Feedback zu dem, was wir hier
herausdestilliert haben, welches Bild der Organisation von euch, euer Selbstverständnis hier abbildet, seht ihr euch dort eigentlich, findet ihr euch dort wieder? Und das war uns wichtig, also eine sogenannte kommunikative Validierung. Ich habe es jetzt schon weggeklickt, aber sagt dann, es kommt ja nochmal mit der quantitativen Befragung. Das sind die Interviewpartner, die wir hatten. Natürlich, Motor ist in der Schule und auch der Außenrepräsentant die Schulleitung. Die haben wir also jeweils auch mit der stellvertretenden Schulleitung befragt. Ausgesprochen intensiv waren diese Interviews. Wir haben diese Koordinatoren, von denen schon die Rede war, an den Schulen, die also jetzt diese neue Handlungskoordinationsaufgabe hatten, befragt, wie ihre Aufgabe und ihr Arbeitsbereich und auch ihre Überlastung aussieht. Wir haben geglaubt, dass insbesondere die Kollegen mit ästhetischen Fächern jetzt besonders eigentlich über diese Entwicklung Kulturschule zu sein beglückt sind. Wir haben gesagt, die müssen natürlich in unserem Sample sein. Wir haben aber auch dann die Naturwissenschaftler, Englischleute, also wen wir da kriegen konnten, auch befragt. Wir haben die Kooperationspartner befragt und wir haben den Personalrat befragt, einfach um ein Gremium dort zu haben, wenn es doch jetzt hier Überlastungsanzeigen gibt oder das Klima nicht besonders gut ist in diesem Veränderungsprozess, dann brauchen wir jemanden, der schon auch berufen ist und sich berufen fühlt, dieses aufzunehmen und an uns weiterzugeben. Also explizit eine solche Auswahl. Ich sagte schon, jede Schule ist individuell. Wir sprechen von kultureller Schulentwicklung. In der Einzelschulforschung haben wir auch den kulturtheoretischen Ansatz mit Werner Helzbach und sprechen von ganz bestimmten Schulkulturen. Also unabhängig jetzt davon, ob ich jetzt von einem solchen Landesprogramm spreche oder nicht, sondern man geht eben davon aus, dass eine Schulkultur sich beispielsweise darüber entwickelt, dass eben die Lehrerschaft, die Schülerschaft speziell ist, dass ganz bestimmte Bildungserwartungen in einer Schule generiert haben, dass es also eben so etwas gibt wie eine ganz bestimmte Bildungsprogrammatik oder eine Tradition, in die sich eine Schule stellt beispielsweise. Also all dieses, auch wie man mit Innovationen umgeht, kann eine bestimmte Schulkultur ausmachen. Und wir wollten möglichst viel davon einfangen, wie das aussieht. Wir haben nach den von uns geführten Interviews und nachdem wir also einen ersten Einblick hatten über dieses Selbstverständnis der Schule, dann gesagt, jetzt machen wir aber das quantitative Instrument. Jetzt machen wir einen standardisierten Fragebogen und hoffen sehr darauf, dass das Kollegium bereit ist, diesen auch auszufüllen. Dafür haben wir den in 5 Dimensionen gegliedert. A, wollten wir einen Einblick haben, welche Ziele hat man für das eigene persönliche Unterrichtshandeln? Wie sieht man eigentlich die Schulentwicklung und die Zusammenarbeit aus dieser Perspektive? Wie ist die Sicht auf die vorhandenen Ressourcen und welche würde man sich noch mehr wünschen? Wie ist die Akzeptanz der Fortbildung und wie lautet die persönliche Bilanzierung eigentlich dieser Profilentwicklung zu einem bestimmten Punkt, nämlich dem Punkt, dass wir jetzt vor der Tür standen und gesagt haben, wie bilanziert ihr das? Und dazu müsste ich jetzt sagen, wir haben in unserem Sample eine Schule gehabt, die von Anfang an dabei war, also zu der ersten Staffel gehörte, die also somit schon auch auf eine gewisse Zeit zurückgeblickt hat und wir hatten 2 Schulen dabei, die erst zu dem Zeitpunkt 9 Monate in dem Prozess waren und die also mitten dabei waren, neue Dinge zu tun. Wenn Sie jetzt einmal gucken auf das Handout,
das Sie davor gefunden haben. Dann bitte ich Sie, die Seite 2, also wo nicht diese Überschrift ist, einmal sich vorzunehmen. Und da können Sie jetzt sehen, wenn Sie in die... jetzt bin ich auf der falschen Seite. Jetzt brauchen wir selber das Handout. Dankeschön. Zweite Seite, habe ich gesagt. So. In dem oberen Balkendiagramm. Da sehen Sie jetzt all diejenigen Lehrer, die eingegangen sind in diese Befragung. Wenn alle ausgefüllt haben, waren das 171 Personen. Manchmal gab es da auch weniger Angaben, das sehen Sie dann manchmal in den Angaben selber. Aber dann sehen Sie, was sind eigentlich meine persönlichen Ziele in der Arbeit zur Kulturschule. Und für uns, so haben wir es gedeutet, war sehr deutlich, wir wollen eigentlich unseren Unterricht über das Kognitive hinaus anreichern. Wir sehen da auf einmal Möglichkeiten aus dem, was wir in dem traditionellen Lehr-Lernformat eigentlich so beanspruchen, dass wir hier auf einmal Methoden an die Hand bekommen, in denen Sie sagen, wir wollen jetzt hier nicht ausschließlich Wissen vermitteln, sondern es kann ja sein, ich will auch etwas vertiefen, indem ich es eben anschaulicher mache. Ja? Und an zweiter Stelle sehen Sie, zu fast 73% sagt man dann auch, ich will Gelegenheiten für künstlerische Erfahrung bieten. Hier sehen Sie erstmal ein Spektrum von Motivationen überhaupt. Warum finde ich es jetzt persönlich selbst wichtig, dass wir uns an einem Programm von Kulturschule beteiligen? Und gestützt wird, denke ich, nochmal der Hinweis auf diese erste Grafik, auch mit dieser Abbildung 26. Dass also viele sagen, das finde ich jetzt eine gute Möglichkeit, um meine Schülerinnen und Schüler anzusprechen, indem ich den Unterricht anschaulicher und lebendiger gestalte. Dem Handout jetzt auf der Seite 1 mit der Überschrift auch etwas, was wir aufgenommen haben, was sich in den Interviews gezeigt hat, was sich getan hat. Die Schulen sagen jetzt, für uns hat sich die Ausstattung verbessert. Die Gebäude zum Teil sind modernisiert worden, wir haben vielleicht ein ganz eigenes Haus jetzt für Musik bekommen und das haben wir dahin gelegt, wo unser Musikunterricht nicht den anderen Unterricht stört. Wir haben durch den Schulträger auch neue Veranstaltungsflächen bekommen. Es wird sehr stark eingegangen darauf, dass man Beobachtungen hat und sagt, ich berichte Ihnen mal den Fall von dieser Schülerin, die kann sich jetzt eigentlich entscheiden, ganz klar, was sie will. Oder jener Schüler liest flüssiger, hat sich vorher nie getraut, sich zu zeigen. Er beginnt, sich zu zeigen. Und jenen Schüler, den haben wir eigentlich schon nicht mehr für schulfähig gehalten, für schulbar, sondern also wir sind im Prinzip mit ihm nicht mehr klargekommen und er ist doch aufgetaut. Also so etwas haben wir alles einfangen können an Beobachtungen, die Lehrer uns berichtet haben. Und solche Lehrer, so hat sich dann gezeigt, die stimmen dann also auch der Kulturschulentwicklung in besonders starkem Maß zu. Ein Lehrer, der nicht diese Beobachtung macht, stimmt ihr etwas verhaltener zu, aber nicht in diesem starken Maß. Wenn Sie, wenn Sie sich die Grafik angucken mit Entwicklungspotenzial, dann sehen Sie, was in diesen Schulen passiert ist. Nämlich eine Form von Organisationsentwicklung. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt, den wir bislang heute noch nicht thematisiert haben und das sich
aber glaube, dass er eine erhebliche Bedeutung hat für die Schulen. Also man hat sich nämlich darüber verständigt und verständigen müssen, wie sieht jetzt eigentlich ein Leitbild aus? Haben wir ein gemeinsames? Ich meine, unter dem könnte man dann eher noch sagen, da müssten wir sogar noch weiter die Pädagogik präzisieren. Aber dass man beginnt, also jetzt unabhängig davon, dass in Hessen Schulen gesetzlich ein Schulprogramm entwickeln sollen, jetzt aber ein Leitbildprozess ganz an diesem Programm entlang stattfindet, das wird von den Lehrerinnen und Lehrern wahrgenommen. Und es wird eben auch gesagt, wir reden jetzt sehr viel stärker über die künstlerische und kulturelle Bildung, über, vor allen Dingen über diese Aktivitäten und formulieren hier eben auch gemeinsame Ziele. Der ganz untere Balken, der kommt ja etwas schlechter weg, haben wir ausreichend Zeit für einen regelmäßigen Austausch über das Schulprofil. Und hier würde ich jetzt eben auch gerne nochmal auf etwas hinweisen, was uns immer wieder begegnet ist in den Schulen und was mir auch immer wieder in weiterer Forschung und Literatur begegnet. Die ausgesprochen knappe Zeitressource in Schulen. Das ist ja nicht so verwunderlich. Man muss sich einfach mal klar machen, Lehrerinnen und Lehrer haben ein Deputat, ein Unterrichtsdeputat. Und vielleicht beginnt auch die Sozialisation ja schon sehr nah eben daran, ich habe mein Fach und ein zweites Fach und oftmals auch ein drittes Fach zu unterrichten. Und dafür gibt es im Prinzip ein Deputat. Und ich glaube, dass wir diesen Blick nochmal weiten müssen. Das gilt, glaube ich, auch so gesamtgesellschaftlich. Da ist Zeit notwendig, um Schüler zu beraten, Förderpläne aufzustellen, Eltern einzubinden in die Erziehungs- und Bildungsaktivitäten der Schule und noch viele andere Koordinationszeit. Und je multiprofessioneller zum Beispiel auch Gesamtschulen aufgestellt werden, desto heißt es ja nicht, dass sich jetzt irgendwie auch die Zeit, die jemand so hat und haben kann, irgendwie auch verbreitert. Also ich finde nach wie vor, das ist ein ganz virulenter Punkt, die Zeit. Wir haben ja danach gefragt, wie waren denn Ihre Überlegungen, Motivationen, die Schule sich an diesem Programm beteiligt. Und dann waren die Erwartungen dahingehend, wir wollten die Lernbedingungen für unsere Schülerinnen und Schüler verbessern. Das, finde ich, ist eine sehr starke Motivation, das ist eine sehr wichtige Motivation. Also die Erwartung, die profitieren davon. Nicht da will jemand von außen etwas, sondern die profitieren davon. Wir konnten feststellen, eine gewisse Unzufriedenheit mit der vermessenen Schule. Da gibt es ja Kompetenztests, da gibt es Vergleichsarbeiten, da gibt es viel erlebte Hektik. Da gibt es auch bestimmte Erwartungen der Bildungspolitik, immer mal hier nochmal in einem Programm mitzuwirken und gut zu sein. Und jetzt hat man sich davon erwartet, so jetzt gibt es da etwas, was den Schülerinnen und Schülern richtig zugutekommt, weil wir sehen da schon auch eben die unterschiedlichen Stärken unserer Schüler. Man kann sagen, das Curriculum, was man notieren muss, das wird mit wenig Enthusiasmus aufnotiert. Es ist eben Zusatzarbeit. Aber man sieht auch, vielleicht haben wir was davon, wenn wir es wirklich festgelegt haben, wenn es damit verbindlich wird. Und es wird eben daran gearbeitet, dass man jetzt eigentlich ein Band mit kulturellen Aktivitäten und Fächern von der Unterstufe möglichst bis in die Oberstufe hat. Also eine Möglichkeit, doch vielleicht hier das Ziel auch zu erreichen, jedem Kind eine Kunst. Ich kann Verschiedenes ausprobieren und das eine lasse ich und das andere mache ich vielleicht auch nicht. Wirkung in der Schule langfristig. Die ganz obere Linie, das ist diese Schule, die schon von der ersten Staffel an dabei war. Und da sehen Sie auch schon ganz unterschiedliche Ausprägungen. Also on the top ist eigentlich das, setzen wir uns längerfristige Ziele.
Das erreichen in dem Maße die beiden Schulen der unteren Staffel noch nicht. Und hier finden Sie wieder an der rechten Seite eigentlich wieder das Prekäre, gibt es genügend Zeit für die Planung. Allerdings war das ja zu einem Moment aufgenommen, wo die Schulen der zweiten Staffel eben gerade so 9 Monate dabei waren. Aber es bleibt ja auch mit dem starken Knick, also es betont eigentlich nochmal diese knappe Zeitressource. Wir haben konstatiert, dass das Schulprogramm in Hessen als eine Form, ein Impuls für Organisationsentwicklung angelegt war. Und das war auch dezidiert, wie ich schon erwähnt habe, durch die Fortbildung so. Es hat eine übergreifende Leitbildarbeit gegeben und man hat die Organisationsstrukturen fokussiert, und zwar innerhalb des gesamten Kollegiums. Also da, wo schlechtere Werte erreicht waren, da blieb so etwas bei den Koordinatoren und in bestimmten Fachgruppen hängen. Aber die Tendenz, und wir wollen es jetzt auch dieses Jahr wieder nachgucken, was sich getan hat, also wir haben das vor, aus Eigenmitteln zu machen, nochmal zu sagen, wie hat sich das eigentlich jetzt verändert. Wichtig ist es nochmal, dass Reflexionsimpulse gesetzt werden. Die werden gesetzt durch die Prozessbegleitung, durch das Kulturbüro. Und dass so an den Fachkulturen angesetzt wird, dass die ästhetische Transformation in den Blick gerückt wird. Ich habe den Eindruck gehabt, dass die zwei Welten, Kunst ist ja so eher abseits von Erkenntnisformen, das ist jetzt nicht meine Auffassung, aber so die Wissenschaftsorientierung, das Wissenschaftliche, das fremdelt ja manchmal mit dem, was das Künstlerische ist, das Expressive, das Nicht-Messbare. Sie rückten etwas näher zusammen und man muss mal gucken, was diese unterschiedlichen Zugänge, kreative Zugänge, ästhetische Zugänge eigentlich mit den Fachkulturen machen. So, das ist die Frage, die hier schon auch schon ganz ausführlich mal von Frau Mandl eben nochmal diskutiert worden ist. Ich rede quasi für die Schulen, wenn ich sage, da wurde am deutlichsten bei unserer Momentaufnahme des Entwicklungsstandes von Kulturschulen gesagt, wir brauchen Planungssicherheit. Was passiert eigentlich? Das hat sicherlich eben auch etwas mit dem Zeitpunkt zu tun, aber wir sprechen heute hier über und morgen über die Verstetigung dieser Entwicklung. Wenn man die Entwicklung verstetigen kann, dann kann ich mir sehr gut denken, dass wir neue Chancen haben, nämlich für mehr performative Praktiken in der Unterrichts- und Lernkultur. Und hier lernt man offensichtlich woanders kaum noch irgendwie so etwas wie Körperbewusstsein, Sprachbewusstsein, auch solche Reflexionskulturen, also das Involvieren in einer Auseinandersetzung mit einer Kunst, mit einer Kultur, ist offensichtlich jetzt aus welchen Gründen auch immer weniger erlebbar. Und für die Lehrerinnen und Lehrer ist es eine Herausforderung, mit Künstlern zu arbeiten. Also auch diese zwei Welten zusammenzubekommen und das auch als bereichernd zu empfinden, das ist also eine spannende Frage und es ist eben auch eine Organisationsfrage, muss ich sagen. Es ist eine Organisationsfrage, es ist auch eine Vermittlungsfrage und auf Zeit sagt wieder, wo kann ich denn dann eigentlich mal die Qualität meiner Kooperation zuverlässig reflektieren. Das war's, was ich Ihnen mitgebracht habe.